So Leute, ich zeige euch jetzt nochmal eine weitere Methode, wie ihr Dekorationen wirklich schnell und in Massen, 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 Massen farmen könnt. Da gibt es nämlich jetzt noch eine weitere Methode. Relativ simpel, wir gehen hier einmal auf die Questtafel und das Gute daran ist, ihr müsst wirklich gar nichts dafür haben. Ja, also keine spezielle Rüstung, spezielle Waffen, alles ist relativ scheißegal. Also, was ihr machen müsst, ihr geht einmal hier nicht auf den Meisterrang, sondern auf den niedrigen und hochrangig. Dann geht ihr einmal auf Event Quest, scrollt ein bisschen runter und habt hier die Quest. Der größte Jagras. Da geht er einmal rein. Ich mache jetzt mal einen Spieler, damit uns niemand unterbricht. Dann geht er in das erste Lager und lasst uns zum ersten Lager führen. Und schon kann die Quest starten. So, für die Quest braucht ihr eigentlich Jägerstufe 50. Nicht nur eigentlich, sondern ihr braucht sie tatsächlich. Das heißt, für die Leute, die das irgendwie noch nicht ganz haben, ist nicht schlimm. Und der hat uns hier jetzt abgesetzt, eigentlich, wo wir nicht sein wollen. Was aber nur halb so schlimm ist. Denn wir teleportieren uns und hoffen jetzt einfach mal, dass wir zum ersten Lager gebracht werden. Oder auch nicht. Why not? Warum einfach, wenn es so umständlich geht? Gut, tun wir jetzt einfach mal so, wir sind zum ersten Lager gekommen. Dann rennt ihr im Grunde direkt zur ersten Area, im Grunde das, was ihr als allererstes gesehen habt von Monster Hunter World, als ihr das Spiel angefangen habt. Und das Einzige, was ihr hier machen müsst, ist einmal hier stehen bleiben. Das ist wirklich alles, was ihr hier macht, ist relativ scheißegal. Ihr könnt euren Schnurrhaartrupp einmal beschwören. Ihr könnt ihr ein bisschen rumlaufen und ein bisschen was sammeln. Ihr könnt einfach nur euch an den Eiern rumkratzen. Das ist mir relativ scheißegal. Hauptsache, ihr bleibt hier eine Weile stehen und wartet auf den Jagras. Ganz wichtig hier, ihn nicht sofort angreifen, sondern ihn erstmal fressen lassen. Bedeutet, er muss sich erstmal wirklich den Bauch vollschlagen. Und jetzt könnt ihr im Grunde schon losrennen und ganz wichtig, den Jagras sofort einmal angreifen. Ja, kriegen wir das hin, sodass der Jagras einmal auf euch aufmerksam wird. Und jetzt haben wir es. Warum wollen wir, dass er sich vollfrisst? Relativ simpel, denn dadurch bekommt er seine Fähigkeit, dass er halt immer wieder, was weiß ich, Überreste des gefressenen Monsters ausspuckt. Und genau das wollen wir. Denn wenn er diese Fähigkeit einsetzt, ausspucken, oder wie auch immer das nennt, dann spuckt er auch tatsächlich Dekorationen aus. Und zwar richtig, richtig, richtig viele. Das heißt, bis in einer Quest maximal bis zu 30 Dekorationen. Das heißt, hier diese Glitzerdinger, die normalerweise Materialien sind und Groß-Jagras-Materialien sein sollten, sind jetzt in dieser Quest Dekorationen. Und das nicht zu wenige. Deswegen, also ihr seht ja auch, deswegen habe ich auch den Schnurrtrupp beschwört, damit die mir so ein bisschen den Jagras abnehmen, damit ich hier genug Zeit habe, um alles einzusammeln. Denn ihr wisst das ja, mit dem Einsammeln, das kann manchmal wirklich, wirklich anstrengend sein. Und noch ein paar Mal angreifen, warum nicht? Aber er kotzt sich hier wirklich die Seele aus und wir kriegen hier Dekoration in Massen. Es geht nämlich darum, ich meine, ihr kennt das ja mit den Materialien, die hier liegen gelassen werden. Die verschwinden echt, echt schnell. Also wirklich, wirklich schnell. Deswegen, im Grunde seid ihr bei der Quest eigentlich nur damit beschäftigt, ihm auszuweichen, soweit es möglich ist. Ich meine, ich kriege das auch nur so teilweise auf die Kette. Und eigentlich nur in Massenweise diese Dekorationen zu sammeln. Wie gesagt, maximal könnt ihr wirklich 30 Dekorationen in einer Quest sammeln. Und das Gute an der Quest ist, zeige ich euch gleich auch nochmal. Wenn der Jagras nämlich hier voll fertig gespuckt hat, verlässt er die Area und dann lohnt es sich im Grunde auch nicht mehr, den Jagras hinterher zu folgen, sondern wir gucken mal, ob wir hier alles eingesammelt haben. Perfekt, alles klar, reicht uns. Und was machen wir jetzt? Richtig, wir beenden die Quest. Genau, wollen da zurückkehren. Und das war's jetzt auch schon. Das war's jetzt auch schon. Ich sehe halt immer wieder Leute, die halt versuchen, irgendwie noch den Jagras platt zu machen. Das braucht ihr nicht. Braucht ihr gar nicht, lasst den Jagras bloß in Ruhe. Lohnt sich einfach nicht von der Zeit her. Ich hab jetzt irgendwie hier knappe 3 Minuten verbracht. Und wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Dann hier haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 Dekorationen gesammelt. Werten wir einmal aus. Und dann erkennen wir natürlich, dass es sich hierbei um die Generation der ersten Generation handelt. Die Dekoration der ersten Generation, so rum. Und zwar die, die vor Iceborne waren, vor der ersten Erweiterung. Das sind halt noch die alten Sachen.
Da können nochmal so richtig schöne Schnapper dabei sein, wie zum Beispiel plus 1 Angriff, plus 1 Crit, solche Sachen natürlich. Aber natürlich auch irgendwelche Verteidigungssachen oder halt Schleifen, schneller Schleifen oder solche Sachen, ne? Also hier könnt ihr wirklich in kurzer Zeit wirklich massenweise an Dekorationen sammeln. So, und jetzt noch zeige ich noch mal noch eine weitere Sache, warum das wirklich sinnvoll sein kann, diese Dekoration zu sammeln. Denn ihr könnt jetzt hier einmal noch mal links direkt zur Schmelzerin gehen. Und die Schmelzerin hat so etwas, das nennt sich Dekoration einschmelzen. Hier könnt ihr eure Wunschdekoration tatsächlich aussuchen. Handelt sich immer noch um die älteren Dekorationen, aber die sind nicht sinnlos. Ne? Also wenn ihr halt irgendwelche Rüstungsgegenstände habt, wo nicht ein 4er-Slot drin ist, sondern zum Beispiel ein 1er-Slot oder ein 2er-Slot, braucht ihr natürlich Dekorationen, die einen Slot haben. Und wie gesagt, hier Wunschdekorationen ganz, ganz weit vorne sind natürlich dieses Rasierjuwel zum Beispiel. Ne? Finde ich mega, mega geil, vor allem wenn ihr eine Waffe spielt, die sehr schwer das Monster verwundet. Ja, dann habt ihr hier einmal die Klammerklauen-Booster. Das bedeutet, wenn ihr mit der Klammerklaue einmal draufhaut oder an dem Boss getackert seid und dann einfach draufhaut, dass dieser halt wesentlich schneller verwundbar ist. Ne? Also lohnt es sich auf jeden Fall, diese Dekoration zum Beispiel drin zu haben, aber natürlich auch die anderen, zum Beispiel mächtiger Bogen, ja, wenn ihr Bogen spielt. Oder geistiges Auge, wenn ihr halt irgendeine Armbrust spielt, sowohl die Heavy als auch die Light Armbrust. Also hier auf jeden Fall nicht verkehrt, die mitzunehmen. Dann braucht ihr zum Beispiel bei dem hier 8000 Punkte und dann sucht ihr euch zum Beispiel die Dekoration aus, die ihr in Massen gefarmt habt. Zum Beispiel hier so etwas wie, was weiß ich, Abwehr, die ich nicht brauche, und ballert das alles komplett rein. Das dauert natürlich ein bisschen, aber ihr dreht da die paar Runden und könnt euch sofort schon das Rasierer-Juwel holen. So, das ist im Grunde alles, was ich euch zeigen wollte. Und ich mache es auch nicht zu lange, deswegen sage ich, farmt den Jagras so viel es geht und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Also haut rein, Leute. Ciao.